So, da wären wir wieder. Ja, Mikrofon ist an. Hallo zusammen. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exile Isle of Scepter Gameplay mit Mods. Die Kollegen habe ich schon ja, schrei halt rum. Im Follow-Modus. Diesmal esse ich auch was. Und es geht. Na, komm. Zurück. Wollte ich noch was? Nee. Doch, ich wollte noch was gucken. Psst. Vielleicht ein Repair-Kit auf meine Schuhe schmeißen. Oder nicht vier. Das wollte ich noch. Ja, es geht zurück, da wo wir in der letzten Folge abgehauen sind, um noch uns am Pool zu vergnügen. Hals, Viertel darf ich nicht vergessen. Jawohl. Du hast Happer. Du hast Happer. Du hast Happer. Ja, wir gehen zum Obelisken aufreißen. Wir waren doch an diesem, ach, genau, an diesem Außenposten hier. Und den nehme ich wieder rein, den gebe ich wieder im Pferdel. So. Ja, ich denke, wir gehen da einfach noch mal. Ah, okay, alles klar. Ja, ich war ja schon eine Weile online. Heißt. Have you nothing better, pup? You will never return to your den. So, das hätten wir gleich erledigt. Schlob, schlob, was trinken. Und noch. Einen kleinen Dings hier, Habba Habba. Und. Ah, komm. Nehmen wir mit. Solange wir nichts Besseres haben. Da drüben waren wir. Da waren wir ja eigentlich auch schon. Das heißt, wir gehen hier mal die Küste entlang. Mal gucken. You will never return to your den. Und einmal mit dem Religion-Tool. Wollen wir da etwas mehr rausholen. Da oben ist auch was, sehe ich. Ist hier irgendwas zum Looten? Nö. Das müsste. Ah, da drüben gibt es was. Aber ich will jetzt erstmal hier durch und sozusagen an der Küste lang. Da könnte hier auch was sein. Wir könnten auch hier rum. Ja, ich glaube, wir gehen wirklich an der Küste lang. Aber das können wir auf dem Pferdel machen. Ja. Die Lurche lassen wir mal außen vor. Oh, da drüben ist ein Boss. Das ist doch ein Boss, ja. Boss nehmen wir mit an. Da drüben hat es dann auch was, ja. Komm her, du Lurchiger. Hat sich ausgelurcht. Wollen wir uns den mal schnell? Der kommt doch eh bloß und ärgert uns nachher. My claws are sharp, pup. Are yours? So. Blutungs.
Stack hat er drauf. Giftschaden hat er auch drauf. Sollte auch, ups, beibehalten. Okay, gut, den Stack ist wieder weg. Has the snake struck? You will never return to your dead. Oh, ganz weg. Have you nothing better, Pop? Und down. Das war schön. Und wieder ein Schlüsselchen. Also ich an diesem Teil der Insel so schade finde, dass es so duster ist. Und zwar eben permanent duster. Ja. Ist sozusagen der nicht sagen Geschichte, aber sag ich mal diesem Curse, diesem verfluchten Teil da hier geschuldet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nichts, wo du irgendwie sagst, oh, das ist schön, ich glaube, da baue ich mir eine Festung. Was du nicht sagst. Okay. Mehr brauchen wir nicht. Ja, wie gesagt, es ist landschaftlich schön, es ist interessant, aber ganz ehrlich, ich würde mir hier nie irgendwie eine Festung oder einen Außenposten oder sowas bauen. Ja, ja, was heißt du? Muss die ganze Zeit wieder Fackel rumrennen hier. Da weiß ich nicht, was es gewesen wäre. Ah ne, das ist der Boss. Das ist ein Fighter. Werk, okay. Das wäre, glaube ich, ein Schmied gewesen. Und ein Koch. Ach ja. Eigentlich habe ich ja eh schon genug von denen. Ach, das wollte ich gar nicht. Das. Und... Ah, das nehmen wir mal mit. Und Accuracy. Oh, ja. Back of the Senses, gell? Hey. Who's there? Ich bin. kommt jemand? Ich habe noch die Akromusik. Ja, die Geräusche sind teilweise sehr dramatisch. Ich lasse die erstmal hier runterkommen. Das. Ich brauche noch Holz, damit ich nachher meine Fackel reparieren kann. Ah, hier kann ich. Forgotten Clan. Banner können wir jetzt machen. Da haben wir Holz, das ist wichtig. Damit ich. Jetzt gehen wir nochmal hoch aufräumen.
Das Viertel. Also, das. Das esse ich gleich. Und das und das und das. Und da nehmen wir das mit. Ah, können wir auf jeden Fall auf dem Heimweg noch einen kleinen Ausflug zum Pool machen. Ich höre schon eine Getrumsel. Ich nehme mal gleich die... Kommt jemand? Kommt jemand? Ich weiß ja nicht, von wo hast du den Pfeil? Ah, da drüben. Ah, kommt sie? Das können wir hier ein bisschen entgegen. Muss sie nicht die ganze Strecke laufen. Okay. Das. Da oben waren wir. Da ist nichts mehr. Oben haben wir schon leergeräumt. Die haben wir schon. Hier ist nichts. Okay, stecken wir kurz die Fackel weg. Reparieren sie. Und dann können wir der Kollegin ein bisschen was geben. Das behalte ich. Das weg, das brauchen wir. Das rüber. Ja, okay. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Ah, hallo. Gucken wir uns mal das hier an. Ich hatte gerade das Mikro zu, weil ich gehustet habe. Das müsste dann da oben was sein. Aha. Sieht mich jetzt ein bisschen erstaunt. Kommt man da nirgends hoch? Gibt's doch gar nicht. Gucken wir mal auf der Karte, wo sind wir? Das muss doch hier irgendwo hochgehen. Hier? Ah, nee, wisst ihr, das ist falsch, das ist falsch. Da. Da sind wir jetzt hier wieder am Strand. Genau, das ist das hier. So, wie kommt man da hoch? Hier an der Seite. Gucken wir mal.
Viertel. Machen wir es ja einfach schnell. Da kommen wir da drüben wieder hin. Also ich denke, es gibt irgendwo bestimmt einen Fußweg nach oben. Aber den finde ich jetzt nicht. Ich will da jetzt ja auch nicht ewig rumeiern. Schöne glatte Wand. Boah, ist immer noch warm wie Bolle hier. Ist kurz nach 12. Also nachts. Aber draußen hat es bestimmt immer noch 20 Grad. Und hier in der Bude. Im Moment noch wärmer. Die Rechner, die hier laufen. Die geben ja auch eine gewisse Wärme ab. Was höre ich da? Oh, hallo! My claws are sharp, Pup. Are yours? Okay, der war jetzt nicht so. Macht ihr mal mit dem da weiter. Ich guck mal, was ich aus dem hier raushol. Ah, Demonplatz, sehr schön. Oh, nicht, nein, nein, nein. Ah, super. Stehen sie wieder unschuldig da. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt nicht so nah an den Klippen kämpfen. So. Ein bisschen orientieren. Ja, da vorne scheint es hoch zu gehen. Mich würde es trotzdem interessieren, wenn man hier hoch. Ah, gut. Nee. Das ist alles kein Weg hier hoch. Egal. Wir gucken jetzt einfach mal hier vorbei. Wer hier denn wohnt. Und da mal kurz hochgucken. Gar nicht blöd, kann man sich ein bisschen Überblick verschaffen, was uns denn da drüben erwartet. Das da drüben, wo gucke ich jetzt gerade hin? Das ist die Hauptanlage, genau. You will never return to your den. Die sind ja eigentlich ganz putzig. Ah. Aber sonst hat es hier nichts Sinnvolles. Okay. Dann gehen wir hier wieder runter. Und gehen da mal hoch, auch wenn jetzt hier der Eingangsbereich nicht sehr freundlich gestaltet ist. Flipper in terror, fool! Die mit ihrem blöden Feuer. Könntet ihr die mal. Genau. Toll, jetzt brennt's schon, ne? Und das und einmal rein und so. Hey! Ja, komm her. Hehe, nicht getroffen. Oh! Ja, das sind noch mehr. Oh, Harden Steel Pickaxe kann man mitnehmen.
Das nehme ich natürlich mit. Den Rest braucht man nicht. Oh, was ist das? Den habe ich schon zermatscht. Wo kam der her? Der kam doch von hinten her, oder? Ah, da ist doch noch jemand. Ja, so geht's doch, ne? Nicht so sehr am Rand kämpfen und dann plumpsen die auch nicht runter. Oh. Der rollt hier oder die rollt hier schon wieder durch die Gegend. Das lassen wir. Oh. You picked the wrong fight. It wasn't supposed to be like this. Jo. Ganz schön was los hier. Holz habe ich eh schon gesammelt. Und das da. Und das nehmen wir alles mit. Wo kommt wer? Temple of the Loon. Ich vermute, ja, wenn wir da weitergegangen wären. Oh, da schießt doch jemand auf mich. You picked the wrong fight! Oh, die Schöne mit ihrem blöden Dingsbums. Hör mal auf, da kann man sich dran verbrennen. So, my team. Kommt mal hier ein bisschen runter, Kinders. Wo sind sie denn? Irgendwo hier oben, oder? Wo habt ihr denn schon wieder rumgealbert? Da waren wir schon. Oh, hier kann man graben, oder? Super. Lauter Eisenzeug. Jetzt muss ich hier noch kurz aufräumen. Das hier wollte ich eigentlich. Und die hat. Der hat auch was für uns. Da auch noch ein Figürchen.
I will cut your heart out. Ein Figürchen. Oh. Ein Speer. Ah, das hier alt. Das höre ich auch. Kein Boss hier. Doch, ist das ein Boss? Oder probieren wir mal. God take you! My claws are sharp, pup. Are yours? Cobra exile. My bite is death. Put your weapons away, exile. I will cut your heart out. Take you. So, ja, ich kann da nicht Fackel und Dings gleichzeitig. Schön, aber noch mehr Kisten. Oh, na gut, es ist jetzt nicht das Beste, aber okay, die Kiste ist verschwunden, muss man nicht schließen. Nehmen wir alles mit. Dann würde ich sagen, ich guck mal kurz, wo wir sind. Runter zum Strand, da können wir hier den Obelisken aufstellen, Schnellreise machen. Ja, gucke ich in die richtige Richtung? Nein, hier links von uns ist der Strand. Gucken wir hier schnell. Also wenn ich jetzt overencumbered. Du nimmst so mal das und das ab und das ab. Und das und das und das und das und das. Okay. So. Schnellreise zum Strand, ja. So. Ja, das war der Außenposten. Hier waren wir auch schon. Das heißt, da stelle ich hier den Schnellreiseobelisken auf. You will never return to your den. Die! Whimper in terror, fool! Und dann stellen wir den hier auf. Na. Exile, my bite is death. Soon my teeth will taste your throat. My claws are sharp, pup. Are yours? Seth will grant me cunning. You picked the wrong fight. Reisen. I will cut your heart out. Ah, ich glaube, die haben noch die falschen Waffen. Has the snake strike, so do I. So. Und na, das jetzt will den jetzt nicht verlieren. Ich weiß nicht, ich nehme den mal ab. Dann machen wir Schnellreise zuerst ins Castle. Wir machen die zwei auf jeden Fall noch, die zwei Dinger, die wir da gefunden haben. Ich will bloß schnell den abgeben, damit ich den auf jeden Fall safe habe. Jawohl. Okay, und dann gehen wir wieder in dem Fall zum Pool. Prima. Ah, da kann ich ja schon mal das Gelumpi hier reintun, während wir dann mit den Dingsbums kämpfen.
Das hier, das hier, das, 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 das. Halt mal. So, Rüstung haben wir nichts gefunden. Doch, das, aber das behalte ich natürlich. So, kommt mit. Pferdel, wo ist das Pferdel? Pferdel, Pferdel. Pferdel, dich lasse ich hier stehen. Diesmal, na. Weil, all die Weil. Das ist besser. So, und dann gucken wir mal, was wir an Dingern gefunden haben. Blood Moon Beast. Oh, keine Ahnung, was das ist. Kotzt hier irgendwas voll. You will never return to your den. Bluten geht schon mal nicht, aber Gift macht. Soon my teeth will taste your throat. You picked the wrong fight. Jetzt will ich mal was trinken. The wrong fight. My teeth will taste your throat. Put your weapons away, Exile. Whimper in terror, fool. Und down. Sehr schön. Ja, irgendwelche komischen Dinger hier, ja. My claws are sharp, Pup. Are yours? Diese Maden sind teilweise für die Gefährten ein Problem, weil die so niedrig sind Schwerpunkt, also nicht vom Schwerpunkt, von der Hitbox her. Shining plus 3, okay. Kurz was trinken. Und auch mein Essensbuff wieder hochhauen. Da. Dann haben wir ja noch mal was. Ah, Jojo, okay. Die kennen wir ja schon. Das sieht einfach cool aus, oder? Okay. Oh, verdammt mich. Aber auch die erledigt. Okay, etwas überladen. Was aber... Oh, sehr schön. Sicherlich auch an... Ding liegt. Und den ganzen Gelumpe, was ich aufgenommen habe. So, dann sind wir eigentlich... Ah, das wollte ich noch plündern.
Ja, 50 Star-Metal wieder rausgeholt aus dem Gelumpe, was ich da gesammelt habe. Du folgst mir. Und ich würde sagen, wir gehen heim. Castle, go. Yo. War doch ein netter Ausflug, oder? Und ich glaube, das mit dem Pool zum Schluss, das ist immer so eine... Ja, rundet das Ganze dann auch noch ab. Ach, das war nur Dings. Ja. Dann gehst du mal heim. Sturm ist auch gerade. Kinder, ihr könnt euch schon mal... Könnt Feierabend machen. Ich sag nur noch kurz Tschüss. Hier. Ja, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach den Channel abonnieren und die Bimmel aktivieren. Ihr könnt natürlich auch bloß den Channel aktivieren. Ihr müsst die Bimmel nicht unbedingt aktivieren. Wäre auch schön. Kommentare schreiben, genau. Kommentare schreiben, das wäre ganz toll. Und natürlich wäre es großartig, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Hier in Conan Exiles Isle of Zipta Gameplay mit Mods. Und bis dahin, tschüss zusammen, macht's gut und immer schön gesund bleiben. Bye-bye.